Anlässlich des diesjährigen Internationalen Frauentages veranstaltete das Arbeitsmarktservice für alle Frauen einen Informationstag, um speziell über die breite Palette des Dienstleistungsangebotes zu informieren. Weil ich ja gesagt habe, ich möchte ja nicht nur den Frauentag begehen sozusagen im AMS mit Kolleginnen, Expertinnen, sondern wir möchten das auch das Thema immer wieder zum Thema machen. Das Erwerbsleben der Frauen gestaltet sich in der überwiegenden Anzahl der Fälle nach wie vor problematischer als jenes der Männer. Ausreichende existenzielle Absicherung ist in vielen Fällen nicht gegeben. Das Risiko, arbeitslos zu werden und die Gefahr, in prekäre Lebensverhältnisse abzurutschen, ist für Frauen nach wie vor eine ungleich größere existenzielle Bedrohung als bei Männern. Mein Name ist Maria Kollau, ich bin bei der ZAM Steiermark GmbH, Regionalstelle Liezen. Wir arbeiten im Auftrag vom AMS. Unsere Aufgabe ist es, Frauen zu beraten, orientieren. Wir konzipieren maßgeschneiderte Kurse für Frauen. Nicht zu vergessen ist es, dass wir auch mit der Wirtschaft eng zusammenarbeiten. Also wir haben ein ganzes Maßnahmenbündel. Wie gesagt, es reicht von der Beratung, Perspektivenerweiterung, Ausbildungsplanung. Bei der Perspektivenerweiterung geht es darum, dass die Frau sich orientiert, in welchen Berufsbildern sie sich in Zukunft ihre Arbeit sieht. Zwei Berufsbilder ist das Ziel nach 12 Wochen. Dann kann sie schauen, wie kommen wir zu den entsprechenden Ausbildungen, dass sie auch das Berufsziel umsetzen kann. Mein Name ist Elfriede Aster. Ich bin die Zweigstellenleiterin von Jugend am Werk in Liezen und wir haben Berufsausbildungsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene. Wie passt das zum Thema Frauentag? Für uns ist es ganz wichtig, dass junge Teilnehmerinnen nicht immer in die klassischen Frauenberufe einsteigen. Ich habe in der Inhouse-Ausbildung, also Lehrwerkstätte Tischlerinnen, 50% Mädchenanteil. Und in der überbetrieblichen Lehrausbildung 2 haben wir durchaus einige Mädchen auch schon in den Metallbereichen ausgebildet, wie zum Beispiel Zerspannungstechnikerinnen. Warum ein Frauentag? Weil Frauen in der Gesellschaft doch bis zu einem gewissen Grad immer noch benachteiligt sind, durch das, dass sie viel Versorgungsarbeit zu Hause leisten, für die Kinderbetreuung, für den Haushalt zuständig sind, nebenher noch arbeiten gehen, oft Teilzeit und daher Einkommensunterschiede bestehen, die dann teilweise zu Altersarmut führen. Und hier ist es wichtig, transparent zu sein, aufzuklären. Und dass Frauen auch vielleicht nicht immer noch die traditionellen Frauenbereiche beruflich aufsuchen, wie Masseurin, Bürokraft, Verkäuferin, sondern dass sie sich auch in Männerdomänen vorwagen, weil ich sage einfach immer, Männerberufe sind ja nicht immer grauslich und dreckig, sondern es gibt viele Bereiche, zum Beispiel metallverarbeitenden Berufe, die nicht körperlich anstrengend sind und trotzdem sehr gut bezahlt sind und für Frauen sicher. Unter dem Aspekt auch, dass Facharbeiterinnenmangel herrscht, interessant sind. Natürlich müssen die Frauen wissen, dass es beim Arbeitsmarktservice natürlich immer um Arbeit geht. Dass man einfach sagt, okay, ich möchte eine Leistung vom AMS in Anspruch nehmen und mich da versorgen, das ist es natürlich nicht, weil das AMS die Drehscheibe ist. Das AMS bietet umfassende Angebote und Maßnahmen an, um Frauen zu helfen, den Weg zurück in den Beruf gut gestalten zu können. Die Chancengleichheit von Frauen im Erwerbsleben soll ganz gezielt gefördert und unterstützt werden. Damit sind alle 25.